Hi, hier ist Mirika Bannens. Ich habe eine Frage von der Barbara. Und zwar muss ich unbedingt einen Hormonstatus machen lassen? Das ist eine sehr gute Frage. Also muss ich unbedingt einen Hormontest machen lassen, um dann zu wissen, dass ich Östrogenüberschuss habe nach dem Absetzen der Pille? Generell kann es natürlich nicht schaden. Wenn, dann empfehle ich aber einen Speicheltest zu machen. Und die sind mitunter auch... Also können ziemlich kostspielig sein. Zum Beispiel bei medivere.com, da habe ich mal einen machen lassen für Cortisol, als ich neben Nierenschwäche hatte. Genau, aber folgendes. Also wenn du gar keine Pillenvorgeschichte hast und überhaupt gar nicht weißt, überhaupt gar nicht einordnen kannst, wo deine Hormone gerade stehen, kann es schon nicht schaden. Andererseits kannst du dir aber auch die Symptome von dir selbst anschauen. Also wenn du halt schon immer oder zum Beispiel seit dem Teenageralter Akne hast oder Haarausfall oder ja gerade eben das mit der Akne ist immer ein Zeichen dafür, dass deine Hormone einfach nicht im Balance sind, ja. Und selbst wenn du dann nicht direkt einen Östrogenüberschuss hast, die Hormone hängen halt immer zusammen, ja. Also da bedingt so eins das andere. Es ist halt immer die Frage, wie unsicher bist du dir wirklich? Wenn du jetzt wirklich mit Akne zu kämpfen hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit richtig, richtig dermaßen hoch. Der Hersteller sagt sogar irgendwie 99%, dass sie irgendwie, dass sie eben hormonell bedingt ist. Und dann würde ich auf jeden Fall Estrogen ausprobieren an deiner Stelle. Ich kann natürlich... Ja, wie soll ich das sagen? Das ist so ein bisschen Rat von meiner Seite aus. Also ich hatte auch keinen Hormontest machen lassen, weil der schweineteuer halt gewesen wäre. Und das kann man zwar immer machen, nur das Ding ist halt, wenn du einen Hormontest machen lässt, dann ist nie die Sicherheit gegeben, dass das genauso stimmt. Also weil der Hormontest, der Speicheltest, selbst der Speicheltest kann nicht Xenoöstrogene detektieren, ja? Also der zeigt dir nicht Xenoöstrogene, also die Fake-Hormone, die Pille in dich reinmacht, sondern nur den Stand deiner körpereigenen Hormone, also wirklicher Östrogene. Deswegen, das fand ich dann für mich irgendwie alles so ein bisschen schwammig. Selbstverständlich wird es aber schon den groben, also wenn die Östrogene aus der Pille deine Hormone so krass durcheinander gebracht haben, dann wird man das auch an deinen körpereigenen Hormonen sehen. Also ich will hier überhaupt nicht gegen Hormontests sprechen. Wenn du es unbedingt machen willst, dann mach es auf jeden Fall. Es kann nicht schaden. Aber ich möchte es noch ein Wort loswerden zu, wenn du die Pille schon mal genommen hast, und zwar jahrelang, und dann nach dem Absetzen der Pille, irgendwie ein paar Monate nach dem Absetzen der Pille, halt eben, ja, Akne bekommen hast oder Haarausfall, dann liegt's einfach auf der Hand, dass es mit der Pille zu tun hat. Und wenn du jahrelang die Pille genommen hast, dann ist es sowas von sicher fast schon, dass du Östrogenüberschuss hast, dass deine Symptome eben durch Östrogenüberschuss bedingt sind. Und dann macht Estroblock allen Sinn, sämtlichen Sinn. Genau, und dann würde ich eben an deiner Stelle wirklich direkt in Estroblock investieren. Das ist ja auch nicht ganz günstig, leider. Und nicht erst in Hormontest. Genau, da kannst du dir ziemlich sicher sein, dass Estroblock dir helfen wird. Also ich hatte eben, wie gesagt, auch keinen Hormontest vorher machen lassen und bin damit sehr gut gefahren. Ich will nicht dagegen sprechen, gegen Hormontests. Aber vielleicht hat es ja dem einen oder anderen geholfen, damit er weiß, wo ist denn jetzt die Priorität, wie wichtig ist das wirklich, einen machen zu lassen. Okay, ich hoffe, das hat geholfen und Fragen und das Video. Ich sehe euch nächstes Video und Daumen hoch, wenn es geholfen hat. Ciao! Thank you.